Welcher Ton in der Thüringer AfD herrscht, zeigt diese Drohmail, die der Abgeordnete Oskar Helmerich bekam. Nimm dir endlich einen Strick, das erspart es anderen, es wie einen Unfall aussehen zu lassen, steht da in fehlerhaftem Deutsch. Der Staatsschutz ermittelt. Helmerich ist einer von drei Thüringer AfD-Abgeordneten, die zum liberalen Flügel zählen. Auch ihm droht der Rauswurf aus der Fraktion, einzig aber, weil er deren Arbeit behindere, betont Parteichef Höcke. Die Konflikte in der Fraktion, die ich nicht leugne, haben keine politische Ursache. Siegfried Gentele glaubt das nicht. Er wurde Mitte April aus der Thüringer AfD-Fraktion geworfen. Aus seiner Sicht nur deshalb, weil er die Arbeit von Fraktionschef Höcke kritisierte. Das war eine normale Kritik, in der ich Herrn Höcke vorgeworfen habe, dass er sich nicht um Thüringen kümmert, sondern lieber in andere Bundesländer reist und da Reden hält. Auffällig auch, die drei geschassten Abgeordneten stehen offen gegen Höckes rechtskonservativen Kurs, haben etwa die sogenannte Erfurter Resolution nicht mit unterschrieben. Auch Thüringens Fraktionschef Höcke selbst steht unter Beschuss. Der Bundesvorstand um Bernd Lucke will ihn seiner Ämter entheben. Denn Höcke distanziere sich nicht ausreichend von der NPD. Das hat in meinen Augen überhaupt gar keine Grundlage, dieses Amtsenthebungsverfahren. Und es ist ja vor allen Dingen, ist es ein Instrument, das in meinen Augen jetzt im parteiinternen Kampf eingesetzt wird, um den Druck zu erhöhen. Sanktionen und Ausschlussverfahren gegen unliebsame Parteimitglieder. Der Richtungsstreit in der AfD, nicht nur in Thüringen, eskaliert er weiter.